Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hellblade: Senua's Sacrifice. Ja, es ist wieder ein Weilchen vergangen. Was habe ich denn zuletzt gemacht? Ich habe irgendwelche Sachen hier aktiviert. Die Brücke habe ich, glaube ich, wiederhergestellt. Wir haben dieses üble Monster besiegt. Ich glaube, wir sind kurz davor, Hillheim zu betreten, ne? So, die Stele hier. Ich weiß nicht, ob ich sie schon gehört habe. Zur Not hören wir uns einfach nochmal an. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. Ich glaube, das haben wir schon gehört. The serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Werden wir Ragnarok erleben? Am Ende des Spiels? Frage ich mich schon irgendwie. Wer wurde denn hier gefangen gehalten? Okay, hier kann ich eine Tür öffnen. Achso, das war ja... Ich glaube, genau das gleiche habe ich das letzte Mal schon gesagt. So, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken, was wir dort finden. Vielleicht eine Möglichkeit, den Rest der Brücke wiederherzustellen. Da hängt einer. Ohne Haut. Ach, natürlich. Hier kommen gleich wieder die kämpfen wollen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon gemacht. Aber ich muss das wahrscheinlich eh nochmal machen, weil ich jetzt neu den Speicherstand geladen habe. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Das war knapp. Aua. Gerade noch geblockt. Und da kommt der nächste, noch so ein Typ. Das war knapp. Ach, fuck. Ja. Nein. Steh auf. Geh. So, reicht's nochmal mit dir. Passen. Sind hier so viele. So. Schluss jetzt. Die Spielchen sind vorbei. Puh. Machen wir das halt einfach nochmal, ne? Genau, wir hatten nämlich die Brücke schon wieder hergestellt, das weiß ich noch. Bin mal gespannt, ob ich das dann euch für euch drin lasse oder ob ich es rausgeschnitten habe. Damit ihr nicht alles doppelt sehen müsst. Aber ich möchte fast glauben, dass mir der Kampf jetzt bestimmt besser gelungen ist als beim letzten Mal. Mal gucken, was wir weiter oben noch machen können. Ach, eine Geschichte. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries
carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Also der scheint sich ziemlich zu freuen, oder? Ich weiß nicht, wie kann man diese Gefühlsregung bei ihm deuten? Das ist ja einfach nur dramatisch. Der gute Truth. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe festgestellt, ich habe ja Truth am Anfang wirklich verwechselt mit hier Gillian. Gillian, jetzt ich, nicht mal den Namen kann ich mehr merken, ne? Naja. Zum Glück kann ich mir im Schnitt manchmal einiges nochmal angucken. Um vielleicht Sachen zu verstehen. So, das heißt, wir können jetzt im Prinzip darüber, ne? Da werden wir das doch direkt mal ausprobieren. Der Weg nach Helheim ist offen. Natürlich. Gleich zwei Schildtypen. Was ist da denn gerade passiert? Ich muss wieder Abstand gewinnen hier erstmal. Aua. Nix ist. Es klappt doch ganz gut mit dem Blocken. Dabei habe ich nicht mal geübt. Gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Oh, shit. Genau, schlag deinen Kollegen. Ist mir ja echt zu viel. Na? Du auch? Oh, das war... Nein, ich werde nicht sterben. Denk. Nehmt ihr alle mit hier. Manchmal klappt es mit dem Zudrehen auch nicht so gut. Oh. Der ist einfach ausgewichen. Nein, 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 nicht aufgeben. Los. Steh auf. Ach, da ist dieser große Typ wieder. Auf den muss ich besonders Acht geben. Hä? Oh, diese Schattenwesen sind jetzt echt gemein. Ach, fuck. Habe ich mich zu früh gefreut hier. Fuck!
viele Schattenwesen hier. So viele. Das wird echt immer schwieriger, noch wieder aufzustehen. So angestrengt gerade. Kann gar nicht reden nebenbei. Das sind immer wieder neue, ne? Nein, ich opfere mich nicht. Ich kämpfe um mein Leben. Die umzingeln mich aber auch immer mehr. Das sagt sich so leicht. Puh, kurz verschnaufen. Nix da. Hier raus aus der Ecke. Aber ich krieg das bei der Steuerung hier nicht hin. Weil die sich immer so seltsam bewegt. Habe ich jetzt endlich mal. Nein, nein, du schaffst das trotzdem. Boah. Heilige Scheiße, was war das denn für ein Kampf? Puh. Mal sagen, das Adrenalin ist jetzt ziemlich weit oben. War's das oder kommen noch mehr, bevor ich das Tor betreten kann? Eigentlich reicht das ja, oder? Dann mach mal auf die Bude hier. Ihr stirbt mit mir natürlich. We'll all die someday. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Ich denke, wir sind schon tot. Hieß es nicht ab und zu schon, wir wären tot? Nein, ich werde ihn nicht stoppen. Ich habe mein Ziel und ich werde es verfolgen. Ich kann hier jetzt auch gerade nicht rennen. Das ist soll so dramatisch sein. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. So ist es. Ich bleib bei dir, Senua. Da bin ich nicht so der Meinung.
Wir sind durch. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Sind wir jetzt also gestärkt? Gestärkt in dieser Welt? Die Schwäche hinter uns? It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Da steht, das hier ist hell. Aber die haben eigentlich gesagt, das ist ihr hell. Als wäre es nicht das eigentliche, die eigentliche Hölle sozusagen, sondern ihre persönliche Hölle. Sieht ja auch aus wie ein Stargate. Ein nordisches Stargate. Gehen ins Licht. Und erreichen die Dunkelheit. Wer ist das? Ist sie das? Die Mutter? Hinter dir? Ich sehe es nicht. Do you see the darkness? Faces, fear and suffering. I can see it. Ich sehe Leid, ja. Ich sehe Verbrennungen. Die Dunkelheit ist höchstens in denen, die sie da angebunden haben. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. Wer bist du? Bist du der Tod? It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Aber sie hat sich doch am Ende den Göttern ergeben, oder sich in ihre Hände begeben. Sie hat es nicht bis zum Ende durchgezogen. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. Ist das so, ja? Nur Leid. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandon you.
You tortured her! You killed her! You are the darkness! Ey, da stand noch mehr. Mich hättest du beinahe umgebracht? Manu! Darf man sich wahrscheinlich wirklich nicht bewegen, wenn die Gespräche kommen. Ist das Sailor? Aber wer ist er? Wie soll man denn gegen so einen Riesen kämpfen? Die wird sich aber bestimmt nochmal verwandeln. Isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. Nicht, wenn ich noch kämpfen kann. You kill me! Na, kommt hier nicht her? Nein, nein, Senua, du stehst auf jetzt. Na, wer kommt zuerst zu mir? Du? Irgendwie klingt die Musik so, als wäre ich hier am Ende schon. Hui, direkt aus dem Schatten. Oh Gott, es werden immer mehr. Das ist unfair. Nutze ich eben meinen Fokus. Nein, 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 nein. Aufstehen. Aufstehen, schnell. Ob sich hier Hela selbst zeigen wird? You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. So ist es.